Wir werden heute und morgen bei dem Rat erst einmal den Fiskalvertrag unterschreiben. Das ist ein wichtiger Schritt. Wir haben hier Handlungsfähigkeit gezeigt hin zu einer Stabilitätsunion der Europäischen Union. Und das ist ein qualitativ neuer Schritt, weil er auch mehr politische Union ermöglicht. Und deshalb bin ich auch sehr froh, dass die Mehrzahl der europäischen Länder an diesem Fiskalvertrag teilnehmen werden. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Signal auch gerade für die Euro-Mitgliedstaaten, die damit zeigen, dass sie der Stabilität in Zukunft Vorrang einräumen. Zweitens werden wir uns damit beschäftigen, wie wir Wachstum in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union besser entwickeln können. Hier geht es vor allen Dingen darum, die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern. An zu vielen Stellen ist es heute so, dass Europa nicht mit den Besten international mithalten kann. Und das müssen wir verändern. Und deshalb hat die Kommission hier wichtige Vorbereitungen getroffen. Natürlich geht es vor allen Dingen um Wachstumsmöglichkeiten für Griechenland, aber auch für viele andere Länder, die unter ihren Möglichkeiten noch bleiben. Und insofern wird dies ein sehr wichtiger europäischer Rat sein, auf dem wir weiter die Weichen in Richtung Zukunft stellen. Die Europäische Zentralbank hat mit ihrem Geld, das sie den Banken gegeben hat, deutlich gemacht, dass sie den Euro auch stützen will, das Bankensystem stabilisieren will. Aber das bedeutet für uns, die Politiker, wir haben jetzt Zeit, die Wettbewerbsfähigkeit, das Wachstum und die Arbeitsplätze in Europa zu verbessern. Wir müssen unbedingt diese Zeit nutzen. Ansonsten werden wir erleben, dass die Welt uns nicht vertraut. Wir sind aber dem Ziel verpflichtet, dass wir besser werden, was die politische Steuerung, die Handlungsfähigkeit, die Koordinierung und die Wettbewerbsfähigkeit angeht.